Raum. Unter diesem Titel stellt sich die Galerie Kugel in Bilder des israelischen Nas aus. Der jetzt 76-jährige Künstler erlebt einen späten Durchbruch. In einer beinahe naiven Formensprache engagiert er Motive, die froh und leicht erscheinen und doch sozialkritische und politische Botschaften transportieren. Im Kibbutz Gan Shmuel in Nordisrael ist er geboren. Hier radelt Shaul Knaas täglich zu seinem Maleratelier. Ein Autodidakt, jahrzehntelang fast unbeachtet von der Kunstwelt, dann mit über 70 sozusagen entdeckt. Mit seinen Bildern reagiert er auf die Überwältigung durch die modernen Technologien, auf Gesellschaft und Politik im israelischen Umfeld, aber auch in einem universellen Sinn. Immer wieder taucht dabei das Mann- und Frau-Motiv auf. Der Mann und die Frau stellen in meinen Arbeiten die Möglichkeit und die Schwierigkeit des Zusammenlebens der Menschen dar. Ich komme aus der Welt des Kibbutz und wir waren einmal das Ideal des engsten Miteinanders, das möglich ist. In endlosen Variationen schafft Knaas farbige Gewimmel von Figuren und Symbolen, die an uralte Keilschrift erinnern und zugleich an urbane Graffiti. 40 Arbeiten von Shaul Knaas werden nun in der Galerie Guggenheim gezeigt.